Der Bundeskanzler will ja die Schuldenbremse erhalten, der Bundesfinanzminister sowieso, aber wichtige Politiker der SPD und damit der Ampelregierung nicht mehr. Die Einhaltung der Schuldenbremse bei den laufenden Haushaltsverhandlungen sorgt also weiter für Streit. Kanzler Scholz hatte zuletzt im Sommerinterview der ARD betont, wir müssen mit dem Geld auskommen, das wir haben. Daran führt nun mal kein Weg vorbei. Doch jetzt rebellieren Dirk Wiese und andere Vize-Fraktionschefs. Sie fordern, die Schuldenbremse muss aufgeweicht werden. Die Reaktion folgte dann prompt. 30 FDP-Abgeordnete wollen ein Aufweichen der Schuldenbremse verhindern. Andernfalls würde man die Koalition verlassen. Ich empfehle einfach, sich an den Koalitionsvertrag zu halten. Und die junge Gruppe der FDP hat vollkommen recht. Wir müssen investieren, wir müssen mehr tun für die Bildung, aber eben durch Prioritätensetzung, nicht durch Schulden, denn das würde die Jungen ja belasten. Soweit der Finanzminister. Fragen wir nach bei Luisa Stange am Kanzleramt. Ja, Luisa, also Schuldenbremse, das sorgt innerhalb der SPD jetzt für Streit. Wie will denn der Kanzler da für Ruhe sorgen in seiner eigenen Partei? Ja, der Kanzler, der steht hier erstmal mächtig unter Druck, denn die eigene Partei oder gewisse Mitglieder aus der eigenen Partei möchten da nicht so mitgehen, was der Kanzler eben gesagt hat, dass man mit dem auskommen muss, was da ist. Unter anderem eben Fraktionsvize Dirk Wiese. Und er argumentierte damit, dass er eben diese Ausnahme der Schuldenbremse, eine Ausnahmeregelung haben möchte, weil wir uns in keiner normalen Zeit befinden. Wir haben eine außergewöhnliche Situation in der Ukraine, sagt er. Wir haben aber auch eine außergewöhnliche Situation in den deutschen Flutgebieten. Und deswegen ist das alles mit einem normalen Haushalt nicht zu machen. Sprich, er möchte eben neue Schulden aufnehmen. Und mit dieser Forderung, da bringt er auch Christian Lindner gegen sich auf. Denn der Finanzminister sagt ganz deutlich, mit ihm und der FDP wird es kein Aufweichen der Schuldenbremse geben. Aber in der FDP ist man da vielleicht auch ein bisschen skeptisch, ob Christian Lindner am Ende nicht vielleicht doch nachgeben könnte. Denn die junge Gruppe der FDP im Bundestag, die richtet sich jetzt eben an Christian Lindner und sagt, wenn er sich tatsächlich am Ende breit treten lassen würde, dass er die Schuldenbremse aufweicht, dann kehren sie der Ampel im Bundestag den Rücken zu. Das wären 30 Abgeordnete, das wäre also ein schwerer Verlust für die FDP, aber FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der sagt hier auch noch mal ganz deutlich, er glaubt gar nicht, dass es nur diese 30 Abgeordneten der jungen Gruppe der FDP sind, die hier hinter der Schuldenbremse stehen, sondern es sind alle 91 FDP-Abgeordneten im Bundestag, die hier eben nicht an der Schuldenbremse rütteln wollen. Und er sagt auch noch mal deutlich, die Schuldenbremse, die ist in der Verfassung verankert. Und wenn jetzt irgendwer darüber nachdenken sollte, diese Verfassung zu brechen, dann ist das eben nicht mit der FDP zu machen. Also hier nochmal ein ganz deutliches Signal eben von Wolfgang Kubicki, wenn man hier die Schuldenbremse aufweichen möchte, geht die FDP nicht mit. Also offenbar doch ein handfester Streit um diese Schuldenbremse weiterhin. Vielen Dank, Luisa Stange.